Bevor die österreichischen Pilger Johannes Aschauer, Otto Kehr und David Zwilling im Juni 2010 nach Jerusalem aufbrechen, lassen sie sich beim Start in Arbing noch Gottes Segen mitgeben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ein halbes Jahr Pilgerreise liegt vor ihnen. Sie werden dabei 4.500 Kilometer zu Fuß zurücklegen. Am Weg zur Grenze nach Griechenland eine endlose Gerade. 28. August. Wir steigen an der Grenze Richtung Türkei. Vor allem die Begegnungen mit den Menschen und die Gastfreundschaft prägen sich bei den Pilgern tief ein. Ciao! Ciao, ciao! Syria! 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 Syria, Jordan! Jordania! Israel! Israel, Bethlehem! Bethlehem! So manche Hindernisse, egal ob physisch oder psychisch, sind zu überwinden, bis sie das letzte Land, Israel, erreichen. 20. Dezember 2010 sind sie eben in Israel eingereist. Nachdem sie wie geplant am 24. Dezember Bethlehem erreicht haben, pilgern sie zum Zielort und besuchen das Heilige Grab in Jerusalem. Eine lange und aufregende Reise geht somit in großer Dankbarkeit zu Ende.